Warum ist der perfekte Haarschnitt eigentlich so wichtig? Dein Aussehen sagt vieles über dich aus. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Und zu deinem Aussehen bzw. zu deinem äußeren Erscheinungsbild gehört logischerweise natürlich auch deine Frisur. Und eine Frisur bzw. ein Haarschnitt kann dich tatsächlich Jahre älter aussehen lassen oder ein guter Haarschnitt kann dich natürlich auch viel jünger aussehen lassen. Darüber sind wir uns, glaube ich, auch einig. Und eine schreckliche Frisur bzw. ein ungepflegter Haarschnitt lässt natürlich auch viel Raum für Interpretationen übrig. Ist der Typ ungepflegt? Kümmert er sich nicht mal um sein Äußeres? Ist er vielleicht müde? Oder lässt er sich einfach gehen? Was ist los mit ihm? Und damit wir wenig Raum lassen für Interpretationen, spreche ich heute über die Haarstyling-No-Gos, die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Erstens, zu lange Haare. Damit meine ich nicht, dass Männer keine langen Haare tragen dürfen. Ganz im Gegenteil, ich hatte ja bis vor kurzem auch noch lange Haare. Sondern ich meine einfach, dass zu langes Haar einfach deine Frisur versauen kann. Wenn du dir gerade deine Haare lang wachsen lässt, dann kennst du das vielleicht. Irgendwann kommt halt der Punkt beim Haare lang wachsen lassen in der Übergangsphase. Da sieht einfach jede Frisur komplett Banane aus. Und du kannst deine Frisur kaum bändigen, weil deine Haare überall rumfliegen. Das ist beim Haare lang wachsen natürlich ein extremer Punkt, den kaum ein Mann übersteht, wo viele Männer sich die Haare einfach wieder abschneiden. Ich habe diesen extremen Punkt jetzt nochmal rausgepickt. Den gibt es aber auch bei Kurzhaarfrisuren. Nicht so extrem, aber wenn du eine Kurzhaarfrisur rockst, egal was für eine Kurzhaarfrisur, dann musst du natürlich auch deine Haare dementsprechend immer wieder anpassen. Gerade deine Konturen, die sollten immer wieder gepflegt aussehen. Denn wenn du die Konturen rauswachsen lässt, dann kann das sein, dass auch ein Kurzhaarschnitt sehr ungepflegt aussieht. Auch bei meiner aktuellen Frisur zum Beispiel muss ich auch regelmäßig zum Friseur gehen und ich kann auch nicht zu lange Haare haben, denn dann sieht es nämlich auch ungepflegt aus. Wenn der Übergang zum Beispiel an den Seiten nicht mehr da ist und der Fade rauswächst, dann sieht es einfach auch Step by Step, langsam aber sicher, ungepflegt aus und deshalb muss ich auch regelmäßig zum Friseur gehen. Und ein Pro-Tipp an dieser Stelle, einige Friseure bieten sogar das Konturenrasieren bzw. das Hals- oder Nackenrausrasieren kostenlos an. Bedeutet, du kannst einfach ganz kurz vorbeikommen, für 5 bis 10 Minuten einfach die Konturen schneiden lassen, dann sieht dein Haarschnitt einfach direkt wieder fresh aus und das dauert nicht lange, dein Deckhaar wird gar nicht angefasst, sondern einfach nur die Konturen sauber machen und fertig. Das nächste No-Go möchte ich hier nochmal doppelt betonen, denn viele Männer achten da absolut nicht drauf und viele Männer denken einfach, ach komm, ich nehme einfach das Duschdass, das 2-in-1 Duschdass, damit kann ich natürlich meine Haare pflegen, meinen Körper pflegen und wahrscheinlich auch noch als Sonnencreme benutzen. Leute, glaubt mir, Haarpflege ist wichtig und keine Haarpflege kann eure Haare tatsächlich kaputt machen. Deshalb achtet drauf, nutzt auf jeden Fall zur Haarpflege ein gutes Shampoo und auch natürlich einen guten Conditioner. Das ist erstmal die Grundlage absolut für eine gute Haarpflege. Und wenn du grundsätzlich noch ein bisschen mehr machen möchtest für deine Haare, dann kannst du zum Beispiel ein Arganöl in deine Haarpflegeroutine integrieren. Ein Arganöl pflegt deine Haare, spendet deinen Haaren Feuchtigkeit und gerade wenn du zum Beispiel mit trockenen Haaren zu kämpfen hast, ist ein Arganöl einfach perfekt. Außerdem riecht das auch noch absolut hervorragend und wenn du noch mehr machen möchtest, kannst du zum Beispiel auch ergänzend noch eine Haarmaske nutzen für deine Haare. Aber eins kann ich dir an dieser Stelle sagen, benutze bitte Haarpflegeprodukte, damit du deine Haare wirklich gut und ordentlich pflegst. Passende Haarpflegeprodukte verlinke ich dir logischerweise auch unten in der Infobox. Schau da gerne mal rein. Übrigens, nicht nur Haarpflegeprodukte gehören zu deiner Pflege mit dazu, sondern natürlich auch das regelmäßige zum Friseur gehen, dass du halt deine Spitzen schneidest. Das gehört natürlich auch zu deiner Haarpflege dazu, denn stumpfes, kaputtes Haar, was langsam aber sicher bricht, sieht einfach absolut ungepflegt aus und lässt deine Frisur einfach komplett daneben aussehen. Drittes No-Go, falsche Frisur auswählen. Viele Männer wissen einfach gar nicht, was für eine Kopfform sie haben. Und wenn du tatsächlich auch zu diesen Männern gehörst, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall mal schnell anschauen. Ich habe dazu mal ein komplettes Video gemacht, wie man seine Kopfform herausfindet. Denn wenn du einen Haarschnitt auswählst, der nicht zu deiner Kopfform passt, dann hast du tatsächlich die A-Karte gezogen. Viele Leute schicken mir zum Beispiel Bilder von sich selbst und schicken gleichzeitig auch noch ein Beispielbild mit von zum Beispiel einem Schauspieler und fragen mich dann, hey Daniel, was muss ich eigentlich machen, wenn ich genau diese Frisur da haben möchte? Kann ich dir sagen. Als erstes Mal solltest du checken, ob der Kollege im Beispielbild eine identische Gesichtsform hat wie du und du solltest checken, ob die Haare identisch sind. Überspitzt gesagt, wenn du zum Beispiel eine deutsche Kartoffel bist mit einem kugelrunden Gesicht und feinen, dünnen, blonden Haaren, dann wird dir wahrscheinlich ein Afro nicht stehen. Haargel ist wohl immer noch das meistverkaufteste Haarstyling-Produkt seit den 90er Jahren. Ich würde dir grundsätzlich von Gel abraten, aber falls du Gel verwendest, bitte, bitte, bitte geh sparsam damit um. Wenn du nämlich zu viel Gel in deine Haare reinschmierst, dann kann das unter Umständen auch noch Probleme aufdecken. Denn wenn du richtig viel Gel in deine Haare reinschmierst,
einschmierst, dann kann man in den meisten Fällen auch bis auf die Kopfhaut schauen. Das bedeutet, wenn du langsam Haarausfall hast, dann ist Gel komplett das Falsche für dich. Oder wenn du Geheimratsecken hast, dann deckt das Gel die Geheimratsecken nur noch mehr auf, denn das Gel, die dann deine Haare, saugen das Gel ja im Prinzip auf. Deine Haare werden dadurch kleiner und dünner, weil Gel ja wasserbasiert ist. Und dann sieht die Frisur einfach grundsätzlich wirklich überhaupt nicht gut aus. Ein Kollege von mir hat nämlich genau das Problem. Er hat schon langsam Haarausfall, auch Geheimratsecken, hat Locken und benutzt dann Gel. Und das Gel verursacht dann halt Folgendes. Man kann halt viel mehr auf seine Kopfhaut schauen und man kann halt viel mehr seine Geheimratsecken sehen. Und das möchte man natürlich nicht. Fünftes No-Go, Haarstruktur nicht berücksichtigen. Die Beschaffenheit der Haare, welchen Haartypen hast du eigentlich, als auch die Dicke der Haare, all das ist natürlich ausschlaggebend dafür, welche Frisur dir steht oder welche Frisur eher nicht zu dir passt. Deshalb solltest du auf jeden Fall das berücksichtigen bei der Auswahl deiner Frisur. Hast du glatte Haare oder hast du wellige Haare oder hast du vielleicht sogar krause Locken? Das sind wichtige Informationen. Wenn du nämlich zum Beispiel sehr voluminöses Haar hast und welliges Haar hast und nicht weißt, wie du deine Haare bändigen sollst, dann sieht deine Frise am Ende des Tages wahrscheinlich eher nicht so cool aus. Oder wenn du zum Beispiel sehr glattes, feines und gerades Haar hast und keinen richtigen Schnitt im Haar hast und irgendwie keine Textur in dein Haar reinbekommst, dann wird die Frisur halt auch nicht so gut aussehen. Du berücksichtige auf jeden Fall deine Haarstruktur, damit deine Frise am Ende des Tages nicht Banane aussieht. Sechstes No-Go, die gleiche Frisur seit deiner Geburt. Es gibt tatsächlich Kandidaten, da denkt man, der ist mit dieser Frisur auf die Welt gekommen und er wird die Frisur sein ganzes Leben tragen, bis er von dieser Welt geht. Und wenn das der Fall ist, dann solltest du vielleicht einfach mal ein bisschen Schnitt, ein bisschen Pep in die Frisur reinbringen. Einfach vielleicht auch mal einen anderen Schnitt ausprobieren, denn es wird ja nicht jeder zur Kultfigur wie Günther Netzer oder Gerhard Delling, bei denen dann halt einfach auch die Frisur zum Kult wird. Von daher würde ich dir empfehlen, wenn du schon Ewigkeiten die gleiche Frisur trägst, geh mal zum Friseur hin, lass dich beraten, bring mal ein bisschen frischen Wind in deine Frise rein. Ja, Yogi, ich glaube auch bei dir würde ein bisschen mehr Schnitt in deiner Frisur dir ganz gut stehen. Also Leute, wenn ihr diese Haarschnitt-No-Gos beachtet, dann seid ihr auf jeden Fall mit eurer Frise schon mal auf einem guten Weg. Denkt dran, am Ende des Tages kann natürlich jeder tragen, was er will. Das sind einfach immer nur Empfehlungen von mir, damit ihr das Beste aus euch herausholt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag mit einer richtig miesen Frise. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.